So, meine Lieben, meine Nase, die tropft mal wieder. Ja, keine Ahnung, was es ist. Ah, ja. Aber es ist okay. Bin nicht krank. Ich glaube es auf jeden Fall nicht. Aber heute will ich ein Video noch mal machen. Und zwar habe ich jetzt gerade, schau es mir jetzt gerade hier an, deswegen. Ja, von MDR Mitteldeutsche Nachrichten oder sowas. Mitteldeutscher Rundfunk. Also MDR Mitteldeutscher Rundfunk. Redet gerade über die ERSV-Welle. RSV-Welle. Ja. Diese RSV-Welle, von der jetzt ganz bestimmt überall die Rede ist, ja, bei uns hier auch. Und die Leute, die werden wieder verrückt gemacht. Ja, diese RSV-Welle oder diese Erkrankung, also das ist eine Lungenerkrankung bei Kindern, ist nicht was Neues. Leute, es ist nicht neu. Ja, es gab es schon immer. Und ich glaube nicht, dass jetzt eine übermäßige ja Welle ist. Ja, das glaube ich nicht, weil dann frage ich mich, warum? Ja, ist da eine Riesenwelle von diesem RSV? Weil das RRSV ist ein Virus, ja, ein Respiratory, also Respiratory. Something, irgendwas, respiratory, also respiratory ist Atemwege, ja. Die Atemwege sind davon betroffen, von einem Virus. Und da ich über Viren rede in meinem Video heute, ja, kann ich das leider wieder mal nicht auf YouTube anbringen, sondern, ja, es tut mir leid, ich muss das auf BitChute anbringen. Ja, ich werde halt einfach auf meinen Kanal aufpassen müssen. Und ich weiß, dass meine Ansicht über die Viren bei YouTube nicht akzeptiert werden. Also, bitte klickt unten auf den Link, damit ihr das Video, ganze Video sehen könnt. Weil ich möchte wirklich auch, das hat alles mit Endzeit zu tun, Leute. Ich möchte, dass ihr informiert seid, dass ihr nicht in Panik verfällt. Ja, weil genau das wird ja jetzt wieder gemacht. Die Leute werden jetzt wieder in Panik gestürzt. Dieser Dokumentarfilm hat ein Interview gehabt mit einem Virologen. Ja, mit einem Virologen, Leute. Ja. Und ja, wie gesagt, schaut mein Video an auf BitChute. Und der hat halt auch gesagt, ah ja, das Corona, das ist nicht mehr so schlimm jetzt, verglichen auch mit den anderen Virenerkrankungen, also wie nennt man das? Grippe. Mehr Grippe zurzeit halt, wie jetzt Corona. Aber, ach du meine Güte, diese ARSV-Welle ist ja so schlimm jetzt. Und die Kleinkinder sind ja davon betroffen. Ach du meine Güte, die Kleinkinder sind davon betroffen. Ja, ich frage mich, warum sind die Kleinkinder betroffen? Warum haben sie so ein schlechtes Immunsystem verglichen mit früher? Ja, warum? Darüber will ich einfach reden, frei reden. Also bitte, vergesst nicht, klick, klick, klick und schaut euch das Video an, ist wirklich wichtig.